Flitzer! Hallo Kleiner! Schau dir mal das Polizeiauto an! Huch! Was ist denn da vorne los? Das lassen wir später in der Werkstatt genauer untersuchen. Das Licht funktioniert. Ui, wer schaut denn da hinten raus? Und hör mal, jedes Polizeiauto hat doch auch eine Sirene. Damit gehen die Polizisten auf Verbrecherjagd. Erkennst du dieses Auto hier? Richtig, es ist ein Müllauto. Dieses Auto leert auch bei dir zu Hause die Mülltonnen. Eine sehr wichtige Aufgabe. Sonst würde überall in der Stadt der Müll einfach nur so rumliegen. Klasse, was? Toll, dass es so ein Auto gibt. Weiter geht die Fahrt. Das Auto hat noch viel Arbeit vor sich. Gute Fahrt! Hey, was kommt denn da für ein Fahrzeug? Ein Zementmischer. Schau, diesmal hat er bunte Bälle geladen. Aber normalerweise hat er Zementhütten drin. Und die Kugel dreht sich die ganze Zeit. Der Zementmischer wird zum Beispiel für den Bau von Häusern gebraucht. Ein sehr wichtiges Fahrzeug. Na, noch mehr bunte Bälle? Da kommen sie schon. Voll cool, nicht wahr? Das sind ja richtig viele. Wie viel Platz doch in so einer Kugel drinne ist, was? Und noch mehr, die da rauspurzeln. Richtig cool. Tschüss, Zementmischer. Oh, dieses Mal ist es ein Feuerwehrauto. Schau mal, hier wird gleich das Feuer gelöscht. Wie toll. Das Feuerwehrauto hat natürlich auch eine Sirene, hörst du die? Im Auto findest du auch einen ganz langen Wasserschlauch. Mit dem kannst du ein Feuer löschen, wenn es ganz weit entfernt ist. Auch das Feuerwehrauto hat richtig helle Scheinwerfer und eine ganz laute Sirene. Jetzt muss es los, zum nächsten Einsatz. Oh, ein Krankenwagen. Schau, da ist ein kleines Kätzchen drin. Vielleicht ist es krank geworden und wird nun ins Krankenhaus gebracht. Dann machen wir doch gleich die Sirene an, damit der Wagen schneller durch den Verkehr kommt. Dann fahr ganz schnell los und gute Besserung, liebes Kätzchen. Oi, was für ein Kran. Der kann so richtig schwere Last nehmen. Einmal runter, bitte. Huch, schau mal, da ist ja eine kleine Maus. Wo ist die denn nur hergekommen? Sieh mal, der Kran hat auch richtig helle Scheinwerfer. Und natürlich eine Sirene, hörst du? Was wohl bloß in der Kiste drin ist? Ein Ball! Wie lustig! Vielleicht verbirgt sich da ja auch noch was anderes. Mal sehen. Ein Hühnchen! Wo kommt denn das jetzt her? So, auch für den Kran geht's weiter. Der muss jetzt auf den Bau und weiterhelfen. Als nächstes, da kommt ein Bagger. Was für eine riesige Schaufel der da vorne dran hat. Damit kann er ganz viel Schutt und Erde aus einem Loch heben. Mit diesem Bagger könnt ihr richtig tiefe Löcher graben. Ohne einen Bagger würde das Ausgraben viel, viel länger dauern und viel anstrengender für dich sein. Hey, du kannst doch nicht einfach weiterfahren. Du musst doch erst das Loch hier auf der Straße wieder zumachen. Sonst kommt doch keiner mehr vorbei. Merkst du es denn nicht? Erst das Loch zumachen. Super, jetzt kannst du weitergehen. Tschüss. Was kommt denn jetzt für ein Fahrzeug? Ach ja, das ist ein Kipper. Dieser hier bringt ganz viele Steine und schau, der lädt die jetzt schon ab. Natürlich kann er auch Sand transportieren oder ganz viele andere Materialien. Hier passt richtig viel rein. Eine Sirene darf natürlich auch nicht fehlen. Super macht er das. Stell dir mal vor, das müssten wir alles mit einem Eimer hin und her tragen. Da würden wir ja nie fertig werden. Kleiner, wie sieht's aus? Wollen wir alle Fahrzeuge noch einmal wiederholen, die wir heute gesehen haben? Na dann, lass uns gleich loslegen.
Da war das Polizeiauto. Ein Abfallauto? Und hier, der Zementmischer mit den bunten Kugeln. Das Feuerwehrauto darf natürlich nicht fehlen. Und der Rettungswagen mit dem kleinen Kätzchen. Als nächstes hatten wir den Kran mit der Kiste vorne dran. Und danach kam der Bagger mit der großen Schaufel. Und als letztes der Kipper. Das war's auch schon. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Abonniert unseren YouTube-Channel. Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme. Bis zum nächsten Mal. Linke Flitzer. Hallo Kleiner. Schön, dass du da bist. Komm, lass uns den Teddy zurück in seine Kiste fahren. Wo hat sich denn die Kiste versteckt? Wollen wir sie mal suchen? Uiuiui, fahr vorsichtig, damit der kleine Bär nicht aus dem Wagen fällt. Hey, da ist sie doch. Klasse machst du das, Kleiner. Wir fahren gleich zurück. Und die gelbe Ente, die bringen wir auch in die Kiste. Schau, sie hat auf uns gewartet. Komm mit, Kleines. Wir bringen dich zum Teddy in die Spielzeugkiste. Dort sind auch die anderen Spielsachen drin. Erledigt! Was wohl unsere nächste Aufgabe sein wird? Schau, da ist eine Tür. Die laden wir doch gleich mit ein. Und den Stern hier, den nehmen wir doch auch gleich mit. Mal sehen, was wir noch finden werden. Schau, eine Fahne. Wo die wohl hinkommt? Oh nein, jetzt ist alles rausgefallen. Schnell, Kleiner, das laden wir alles wieder ein. Fahr einfach etwas vorsichtiger. Und da sind wir auch schon. Was für eine tolle Sandburg. Weißt du was? Die Tür passt perfekt rein und auch der Stern. Und die Fahne kommt ganz oben hin. Schön haben wir das gemacht. Hurra! Als nächstes haben wir eine Spezialaufgabe bekommen. Und auch das richtige Spezialfahrzeug dazu. Jetzt kommen nämlich die richtig schweren Spielsachen dran. Siehst du sie schon? Hau ruck! Das sind die Köpfe von Tieren. Oh ja, die sind wirklich schwer. Die müssen wir unbedingt wieder zusammenbauen. Wo sind denn die restlichen Teile von dem Vogel hier? Schau, hier ist was. Du, aber irgendwie passt es gar nicht. Lass uns einfach mal zurückfahren. Vielleicht ist das ja gar kein Vogel. Lass uns mal nachsehen, welche Tierköpfe wir noch haben. Vorsichtig bitte fahren. Schau mal, lass uns diesen Elefantenkopf hier mitnehmen. Der könnte passen. Huch, sei vorsichtig. Super hast du das gemacht. Weißt du, ich bin jetzt ganz gespannt, ob der Kopf passt. Ja, er passt. Hurra! Und schau, neben dem Elefanten, das könnte der Vogel sein. Lass es uns probieren. Passt super. Noch einmal zurückfahren, bitte. Wo steckt denn der Affenkopf? Hier war doch einer. Schau, da ist er ja. Einmal bitte auf den Kran aufhängen. Spitze, los geht's. Wir sind ein richtig tolles Teampartner. So, jetzt bringen wir noch den Kopf zurück zum Körper. Wow, er passt. Schau dir nur die tollen Tiere an. Die haben wir zusammengebastelt. Kleiner, wollen wir noch ein Haus bauen? Ja, dann lass uns loslegen. Schau mal, hier ist schon das Fenster. Und einmal hochheben. Wo wollen wir das Haus denn hinbauen? Ja, super Idee. Genau hier. Das ist der perfekte Platz. Jetzt brauchen wir nur noch ein Dach.
da liegt es doch schon. Schau mal, ein Dach ganz in Rot. So. Und bitte draufladen. Es hält nicht. Du, es fehlt noch was. Da war doch eine Tür. Ja, die holen wir auch gleich. Super Idee. Das wird jetzt ein Spaß. Bitte die Tür hinstellen. Die steht. Und jetzt noch einmal das Dach. Hurra! Wir haben unser eigenes Häuschen. Spitzenleistung, Kleiner. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Abonniert unseren YouTube-Channel. Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme. Bis zum nächsten Mal.